So, herzlich willkommen zur Design-Horror-Präsen-Show. Ich sehe, das Häschen ist noch auf dem Bildschirm. Dann warte ich auf die Technik, dass mir auch die... so sind wir jetzt soweit. Gut, ich möchte jetzt erstmals euch alle begrüßen. Herzlich willkommen. Und ich finde das verdammt geil, dass so viele Leute gekommen sind, um sich einen Vortrag über Design anzuhören. Vor allem hier beim CCC. Der Grund, warum ich das hier gemacht habe, kam daher, dass am Kongress die Sudden Grey, die Chrissy und ich uns unterhalten haben, als es auch darum ging, dass Krypto noch viel zu unbenutzbar ist, dass wir gerade hier im Club und im Hackerspace-Bereich unheimlich viel talentierte Coder haben, geile Admins haben, aber viel zu wenig Designer oder viel zu wenig Sichtbarkeit von Designern und Nützlichkeit von Design. Ich weiß, es gibt hier und da Leute in den Spaces. Wir haben zum Beispiel den wunderbaren Nomaster im Chaosdorf, der gleichzeitig Admin und Designer ist. Das ist ein Unicorn und wir brauchen mehr davon. Und diese Show ist halt dafür da, um zu zeigen, Design ist nicht, was man sich vielleicht vorstellt, wenn man irgendwie etwas gestaltet und dann Dinge irgendwie hübsch macht und man irgendwie Farben besonders koordinieren muss. Das klingt wie Rocket Science. Design sieht kompliziert aus, man muss sich vielleicht ein bisschen reinarbeiten, aber grundlegende Dinge von Design sind nicht so schwer. Und gutes Design ist benutzbar, gutes Design ist ergonomisch, aber gutes Design kann auch überraschen. Und damit... willkommen zur Design-Horror-Präsen-Show. Die Frage stellt sich nämlich, sind das Gestalten oder sind das Gestalter? Gut, wir haben es gesehen. Manche von euch kennen vielleicht schon diese Grafik aus dem Netz. Es ist ein wunderschönes Symbolbild für irgendwelche Menschen, die ein, man kennt das ja, oh, wir haben ja unser Konzept, die ein Konzept haben, um Leute irgendwie gesteuert irgendwo durchzubuxieren, sei es wie hier bei diesem Straßenübergang oder auch in, sei es auf Webseiten, System, Gastronomie oder in der Schule. Und die User Experience, also der Mensch, der quasi sagt, boah, ich will jetzt hier direkt durch. Und außerdem sieht man hier schon auf dem Bild, wenn man jetzt anständig als Fußgängermensch oder jemand mit dem Fahrrad oder Kinderwagen da vorbei will zu Fuß, der geht doch nicht erst was durch dieses Gatter durch, um dann noch nicht mal rechtzeitig, also gut vor dieser Zebra Crossing zu stehen. Außerdem, das ist so eine verkehrsreiche Straße, das ist unglaublich. Gut, und dann werde ich jetzt, bevor ich zu den schlimmen Dingen komme, erstmal so ein bisschen vorausschicken, was gutes Design ist. Also ich fange jetzt an mit zwei Zitaten von ziemlich stilbildenden oder auch prägenden Gestaltern aus dem 20. Jahrhundert. Das ist ja halt die Zeit, in der Design aus dem Kunsthandwerk hervorgegangen ist, kulturhistorisch. Und ich habe die Zitate auch so ausgesucht, dass sie ein bisschen bei euch andocken. Also ja, man könnte, einerseits sieht es so aus wie Rocket Science, vor allem früher, als eben Rocket Science wie auch Design so ein bisschen elitärer war. Der Zitatgeber sagte ja auch damals eben, na, wenige können das tun. Heutzutage, ungefähr 50 Jahre später, gibt es viel mehr Menschen, die Dinge gestalten. Während früher in den 60er Jahren zum Beispiel jemand, der, sagen wir mal, ein Telefon gestaltet hat oder eine Werbeanzeige gestaltet hat. Das war jemand, der hat studiert, der hat sich dann auf einen Job beworben, der hat das dann in seinem stillen Kämmerlein oder mit seinem Team diese Dinge gemacht. Heutzutage sitzen wir im Netz, sitzen an unseren Rechnern und gestalten Dinge, ob wir die können oder nicht. Aber eben dieses Bewusstsein dafür, wie es halt hier steht, das ist etwas, was dank also dem Netz und im 21. Jahrhundert auch viel tiefer in Leute hineindringen muss. Das, der Zitatgeber Ettore Sozzas, der war eben vor allem bekannt für seine Entwürfe im Bereich Bürodesign, Büromaterialien. Sei es Schreibmaschinen, Calculators, er war auch Architekt, der hat in Hannover, glaube ich, sogar eine Bushaltestelle entworfen.
Das ist die Bushaltestelle mit lauter großen Beton-Xen. Hier haben wir zum Beispiel ein Kinderbild von GLaDOS und die erste Hipster-Schreibgerät, wie man dann in den späten 60er oder 70er Jahren bei einem Kaffee in einem Café sitzen konnte. Und man sieht die schlicht gestaltet, klare Farben, keine Schnörkel dran, aber es ist eine klare, schöne Form erkennbar, ohne dass es gleich trist oder grau oder langweilig aussieht. Nächste Gestalter, den ich euch vorstellen will, das ist jemand aus Deutschland, aus Süddeutschland, der auch den sozusagen die, das Äußere, die Gestaltung von Westdeutschland sehr stark mitgeprägt hat. Und ich bin jetzt mal gespannt, wer jetzt halt auch vorher erkennt, bevor ich sage, wer es ist, vielleicht irgendwie weiß, wer das sein könnte. Und außerdem hat dieser Mensch auch gestalterisch so ein bisschen den Weg bereitet für ein sehr bekanntes Computerspiel, das hier so ein bisschen auch zitiert wird. Mal sehen, die Kleinschreibung gibt es vielleicht noch her. Aus Ulm. Er hat die Hochschule für Gestaltung gegründet damals, das auch so in den 68ern unter Filbiger dann in Baden-Württemberg wieder geschlossen worden ist, diese Hochschule für Gestaltung. Und eines seiner berühmtesten Hinterlassenschaften sind diese Piktogramme. Die wurden für die Olympischen Spiele in München entworfen und wurden dann auch weiter so ein bisschen erweitert nach den Olympischen Spielen, das also auch gerade für Flughäfen oder andere Bereiche, wo also ganz viele Menschen aus ganz vielen Nationen zusammenkommen und man nicht irgendwie hinschreiben muss, Damentoilette, Herrentoilette, dort Ticketverkauf in 3, 4, 5 verschiedenen Sprachen, sondern ganz einfach durch sehr schlichte, klar erkennbare Bilder. Und man kennt eben auch ein berühmtes Computerspiel, das diese Ästhetik mit übernommen hat. Also Portal, ich gehöre ja auch, wie man sieht, zu den Portal-Nerds. Also bei mir ist es eben nicht nur, also für mich ist halt dieses Spiel als Designer ein absolutes Meisterwerk, weil man merkt, die Leute bei Valve, die das entworfen haben, die haben ihren Otel Eichner Eicher eingeatmet. Die haben auch, wenn man sich die Schriftart anschaut, das ist die Universe, in der die Aperture-Schrift gehalten wird. Also auch komplett durch das Spiel hindurch, die alle Schriftarten, das ist Universe, das ist die Schriftart, die Eicher auch für die Olympiade 72 in München verwendet hat. Mit so ein bisschen Hintergrundwissen wird das halt alles noch interessanter. Also nebst dem geilen Gameplay und die tolle Story und so weiter. Ich kann jedem, der noch nicht Portal gespielt hat, spielt dieses Spiel. Es ist auch gut für euer Gehirn. Und das Schöne ist, Portal hat auch Künstler, also abseits von rein Fanart, sondern hier auch so ein bisschen mehr richtig in die Grafikdesign reingehen. Das ist eine GLaDOS-Variation. Das Ding hatte ich lange Zeit als Bildschirmhintergrund. Es ist wunderschön und ich möchte euch einfach, bevor ich jetzt zu dem Horror komme, wollte ich euch noch etwas Schönes zeigen. Gut. So. Jetzt, now we're going down to business. Das nächste nämlich ist nicht durch irgendeinen Generator entstanden. Es ist, diese First Specimen ist tatsächlich etwas, das einfach auf der Google-Bildersuche für Glitter-Images. Man beachte die wunderbare Orthographie und die Fontwahl. Ja, und weil heute Catterday ist, gibt es auch eine glitzernde Katze. Mit Flügeln. Und als Vorbereitung, also ich habe jetzt diese Präsentation für euch in verschiedene Kategorien eingeteilt. Das erste ist so auch noch so ein bisschen zum Einstieg. Möbelhaus-Glamour. Ja, dieses Glitzern meine ich so. Denn das, was jetzt kommt,
Das ist jetzt nicht unbedingt eben Bauhausstil oder selbst irgendwie schöne Chippendale-Möbel aus dem Antiquitätenladen. Ich meine, ich fange jetzt erstmal mit was Leichtem an, das so ein bisschen verhunzt ist. Also das ist zum Beispiel die Aperture Science Küche für Chantal und Kevin. Und dann, wenn Chantal und Kevin aus dieser schicken Küche, die sie sich jetzt dank Lottogewinn leisten konnten, dann ins Bett gehen, kuscheln sie sich dann da rein. Wenn aber Chantal und Kevin sagen, oh, wir wollen es doch so ein bisschen schicker haben und so ein bisschen Las Vegas-Style, dann kaufen wir uns das hier. Und wenn das da nicht unbedingt in die Wohnung passt und Kevin und Chantal Lust haben, halt eher was Leichteres, Fluffigeres zu haben, nehmen sie das weiße Modell. Schön, ne? Stell mir Rainbow Dash darauf vor. Clouds, Modell Cloudsdale. Gut, aber wir wären nicht Nerds und wir wären keine Hacker, wenn nicht das Allerwichtigste noch kommt beim Möbelhaus Glamour. Leute, ich präsentiere die Pièce de Résistance, der Fliesentisch. Allerdings bleibt es nicht bei einem. Das ist hier also der sozusagen der versetzt gefließte Standardmodell vor der Standard junge Wohnen, Wohnwand aus Ende 90er, Anfang 90er. Aber es gibt auch die etwas künstlerische Version mit Mosaik. Wenn man allerdings sagt, gut, man möchte diesen Fliesentisch vielleicht lieber etwas noch nostalgischer gestalten, kann man zu diesem Modell greifen. Mit Bildern von Hamburg, wo man gleichzeitig an den Kongress denken kann. Wenn man allerdings nicht in Hamburg ist, sondern in Versailles, gibt es diesen Fliesentisch. Im Garten habt ihr dann solche Fliesentische. Und falls ihr doch Lust habt, irgendwie doch ein bisschen reduziertes Design und doch lieber Bock auf Bauhaus habt, könnt ihr auch dieses Modell nehmen. Und wenn ihr in Lethingen am Rhein wohnt oder in Bad Gateway, gibt's diesen Fliesentisch. Inklusive Cookies. Es geht aber auch das hier. Digital. Und damit kommen wir zur nächsten Kategorie. Das ist halt etwas, ja, die nächste Kategorie. Vielleicht wisst ihr, kann der ein oder andere von euch schon sagen, was ein Antlitzfoliant ist. Gibt es hier? Ja, genau. Und es gibt ja so gerade in diesem Bereich, würde ich sagen, sozusagen die Wald- und Wiesenmeme, die nicht unbedingt zu unserer Netzkultur gehören, aber halt einfach trotzdem im Netz unterwegs sind, die sind meist quadratisch, meist sehr gebrandet und haben meist auch irgendwie, wie ihr kennt doch noch aus Ende 90er, Anfang 90er diese blöden SMS-Sprüche, die rumgingen. Wo man auch sogar teilweise Geld für Abos bezahlte, für ziemlich dämlich, sinnentleerte Sprüche. Ich weiß nicht, also besonders sexy finde ich das nicht, aber das Bild sagt mir, dass irgendein böser Bär dieses Bild gemacht hat. Und zwar mehrfach. Und falls ich es vergessen habe, es ist der böse Bär. Und der Bär ist böse. Und genauso sowas hier. Ja, wenn man möchte. Man kann auch die Bildzeitung lesen, man kann es aber auch lassen. Oder seitdem, also ihr kennt das vielleicht auch, mittlerweile mag ich Montage. Aus Gründen. Aber jetzt habe ich etwas, das ist eher aus dem englischen Sprachraum gekommen. Als ich das gesehen habe, habe ich mir fast wirklich in die Buchsen gemacht. Ja, das war meine Reaktion. Ja, also wir sehen hier ein Bild drunter, das eigentlich ein echt geiles Cover für ein Metal-Album sein könnte. Wirklich?
Also ich könnte mir vorstellen, irgendwie so Nightwish Reloaded mit Daft Punk zusammen. Wäre witzig. Aber ich frage mich, was die Christian Against Drugs denken. Stellt euch mal vor, ihr wärt Satan. Und jedes Mal, wenn eine Dame sich einen runterholt, klingelt's. Und was ist dann der Penis, die Klinke? He will answer. You rang? Nee, wir kaufen nichts. Tschüss. Gut, okay. Auch etwas seltsam. Aber jetzt komme ich zur nächsten Kategorie. Ich weiß, ihr habt darauf gewartet. Die Comic Sans Criminals. Ich fange jetzt erstmals mit was Humorvollem an. Ihr erinnert euch ja alle, dass die Leute vom CERN haben, als eben mit dem Higgs-Bosom um die Ecke kamen, haben sie sich ja den Spaß draus gemacht, das Ganze in der Presse mit Comic Sans zu adeln. Es gab auch Diskussionen auf Twitter. Selbst der Erfinder von Comic Sans hat mitgeredet. Dies ist jetzt halt ein Zitat von The Verge, habe ich hier schon mit Quellenangabe, also nicht nur Quelle Internet, sondern wirklich mit der Quellenangabe, ich bin nett. Allerdings, was mir aufgefallen ist mit den Comic Sans Criminals, das sind sehr oft auch offizielle Stellen, wie zum Beispiel hier, die City of Prince George, Vancouver, Kanada, hat so einen Wochenmarkt, irgendwie so einen Public Market angekündigt und in ihrer Ankündigung Comic Sans verwendet. Und da haben sich die Leute in der Stadt da über die Presse total drüber aufgeregt. Noch krasser fand ich, also das ist jetzt das nächste Bild, das ich zeige. Das ist ein Schreiben aus dem Jahr 2000 aus dem Land NRW von dem Hauptpersonalrat eines Ministeriums. Und das Ding ist tatsächlich voll in Comic Sans. An den Landtagspräsidenten. Man sieht, der Mensch hat, glaube ich, sogar das Datum in Comic Sans noch eingefügt. Jetzt komme ich aber zu zwei Gewinnern. Die Silbermedaille für den Comic Sans Criminal geht an keinen anderen als den ehemaligen Papst. Denn das ist hier tatsächlich online auf den offiziellen Vatikanseiten. Ihr seht die URL. Ein Album zum Blättern. Dieses Erinnerungsfotoalbum von Papst Benedikt dem 16. ist nicht nur in Comic Sans, sondern verdammt schlecht gesetzt. Es ist einfach irgendwie im Vatikan hätten sie im Skriptorium bleiben sollen. Sie hätten weiter mit karolingischen Minuskeln schreiben sollen oder was auch immer für eine Hofschrift oder eine Skriptoriumsschrift, aber bitte nicht digital mit Comic Sans. So. Ja. Wirklich? Ja, gut. Allerdings haben wir einen Gewinner und der ist wieder aus Nordrhein-Westfalen. Das ist die Polizei Düsseldorf. Und es ist, also der Comic Sans Criminal ist die Kripo Düsseldorf. Also ich stelle die Kriminalstatistik vor und begehe gleichzeitig ein Comic Sans Crime. Ich hätte Lust, sie zu melden bei sich selbst. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. And now to something completely different. Jetzt geht es um etwas, wir hatten es ja vorhin von reduziertem Design. Es gibt etwas, das überall rumsteht, wir kennen das. Das ist die Ortstafel in Deutschland, die ist normiert, sei es die Größe und die Schriftart. Das ist halt so eine ganz einfache DIN-Schrift, Engschrift, Mittelschrift, Weitschrift. Es gibt auch die Version für verzweifelte Politiker. Oder es gibt die Version für Comic Sans Criminals. Oder für Leute, die bald 40 werden. Oder für Leute, die ins Museum gehören. Es gibt allerdings auch Sachen, die einen unheimlich guten Zweck haben, wo ich auch selber sage, es ist echt klasse,
Stadt Düsseldorf für Inklusion, stehe ich voll dahinter, aber früher morgen ist das doch ein bisschen grell. Und dann gibt es es noch auch für das Irreale. Oder für Godwins. Aber jetzt ein Känguru zum Ausruhen. Bevor ich jetzt... Ja, das Känguru. Jetzt werde ich aber auch noch zu einer nächsten Ecke kommen, und zwar die Walled Gardens. Ihr kennt das vielleicht. Ich wollte einfach nur irgendwie so ein blödes, beschissenes Meme machen für irgendetwas. Und so, ja, Quick Meme kannte ich früher mit Reddit. Und da sehe ich, klicke ich drauf. Was? Facebook? Nur Facebook? Och du Hölle. Gut, kommt in die Präse rein. Nächste war etwas, vor Jahren hatte mir eine Bekannte gezeigt, kannst du irgendwie Comicfiguren machen von dir selbst und Freunden. Seit Jahren kriegst du das angezeigt. Die Developer denken ja gut, die Leute wollen eh nur mit Facebook. Oh ja, es ist einfacher zu machen, dann machen wir es nur mit Facebook. Dann müssen wir uns mal beruhigen. Ich ziehe lieber an allen Fingern. Ich habe ja auch heute Morgen über Hackerspaces geredet, war am Recherchieren, und das ist wirklich eine richtig geile Sache. Global Innovation Gathering auf der Republika, ja, auf der Republika, geht um Makerspaces, Hackerspaces, auch um Leuten international auf der Welt zu verhelfen, irgendwie durch Makerkultur ihr Leben zu verbessern. Wunderbar, dachte ich, kontaktierst die Leute, aber nur Facebook. Du hast dir alles nur auf Facebook angucken können. Dachte ich, ja gut, komm, ich bin auf der Arbeit, kann ich da mal auf die Seite gehen. Nicht mal public. Gut, erstmal ist eine Hassattacke geschoben, nochmal am Beruhigungsfinger gezogen. Aber dann habe ich mich über Twitter erkundigt, und meanwhile gibt es tatsächlich eine normale Webseite. War dankbar, habe mich gefreut und habe mit den Leuten auch Kontakt aufgenommen. Und man kann auch, wenn man sich erst ärgert, hingehen und diplomatisch sein. Ey Leute, ich komme da nicht ran, aber ich möchte gern mit euch reden. Es funktioniert tatsächlich, macht's mal. Aber die nächste Kategorie ist Battletech. Jeder kennt das, jeder mag es. Ihr surft auf irgendwelchen Seiten, geht auf Newsseiten, wie auch immer, lest euch Nachrichten am Morgen, aber nee, bitte noch Facebook-Fan werden. Nope. Gut, hier ist es noch relativ einfach. Ich kann da hingehen und sagen, nein, ich möchte kein Facebook-Fan werden. Talk to the hand. Ich bin ja aber auch manchmal so ein bisschen fies. Ich wollte mir für eine Recherche gucken, nach Schloss Versailles fahren. Guck auch gern mal eben auch in Vorbereitung auf diese Präse offenbar auf so ein bisschen uselige Seiten, bin auf eine Reiseseite gestoßen, war gerade dabei zu gucken für so ein Hotel. Ich soll den Newsletter schon abonnieren, bevor ich diese Seite überhaupt 5 Sekunden lang besucht habe. Und dann suche ich nach dem Knopf, nach irgendeinem X irgendwie diese Seite wegzumachen. Wisst ihr, wo das ist? Hier, in Grau. Aber. Ja gut, natürlich kann es helfen, wenn ich Leute damit bedränge und nerve, dass manche Leute tatsächlich hingehen und jetzt auch mal diesen Newsletter sich davon locken sollen. Aber gut, ist es dadurch immer noch nicht. Genauso nochmal so ein Ding. Ich weiß nicht, die sieht man heutzutage nicht mehr so oft, diese Nook-Art-Dinge. Aber da steht jetzt dann tatsächlich, uninteressante oder gar nervige Dinge zu vermeiden. Ja, tatsächlich. Aber jetzt Fun Fact. Da habe ich mich mal umgeguckt, was Nook-Art ist. Online-Werbung wurde 2010 von der Deutschen Post gekauft. Auf jeden Fall, guck dich mir dann an. Ja, google ich danach und sehe rote Wortkreise bei Nook-Art, grüne Wortkreise bei der Deutschen Post. Ja gut, in Ordnung. Schaue ich wieder auf der Quellseite, wo ich die Info her. Ja gut, okay, 2010. Ja gut, Firmenübernahme. Ja gut, wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass das irgendwie so funktioniert. Kennen wir ja von Amazon.
Ja, das geht auch im Meat Space oder im Gemüsespace hier. Aber dann kam mir das hier entgegen. Ja, gut. Das ist also ein Teil dieses Artikels. Sorry, Bingo! Das hat weh. There is no escape. Also man kann manchmal Adblocker verwenden, aber manchmal auch nicht. Also mittlerweile spiele ich dieses Spiel längst nicht mehr. Wenn man also quasi schon damit bedrängt wird, obwohl man gerne Geld dafür bezahlen möchte, es aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen vielleicht auf der eigenen Plattform noch keine Bezahlversion gibt und wird also quasi mitten beim Spiel irgendwelche Asset Managements zu kaufen. Ja, lick my ass. Genauso politische Werbung finde ich auch irgendwie nicht sehr schön. Andererseits gibt es auch Werbung, auch online, die gut sein kann. Und ich würde jetzt mal jetzt ganz ehrlich sagen, es gibt viele Leute von uns, die kaufen auch gern Dinge, die kaufen gern irgendwelche Geräte, die kaufen diese Spielzeuge, die kaufen schöne Klamotten. Wenn man Kundschaft nicht mit Bullshit vollschmeißt, wenn man diesen Leuten auch Wertigkeit, ja auch Image und Lifestyle, wie manche Bullshit-Leute von sich geben, ja, es gibt Produkte, die sich dadurch verkaufen. Und ich werde jetzt nur einen einzigen Markennamen nennen, der es verdient, und das ist Lidmarte. Weil das sind Leute, die kommen aus unserer Welt und die wollen niemandem was aufdrängen, sondern haben sich einfach nur wirklich integriert und fallen auch nicht böse auf. Dann allerdings bin ich weiter Nachrichten lesen gegangen und war auf einer Forbes-Seite. Da dachte ich so, was soll das denn, Thought of the Day? Irgendwie hat mich dieser Spruch an was erinnert. Gehe ich weiter? Ach nee, nicht schon wieder so eine blöde Umfrage. Nee, okay, gut. Allerdings gibt es, was Presse betrifft, jetzt nicht was Werbung, sondern wirklich das Verhalten von Presse, die manchmal auch elegant gegen die Wand läuft. Erste Ding, das ich euch jetzt zeigen will, möchte ich aus zwei verschiedenen Seiten betrachten. Der Inhalt ist wirklich einfach nur widerlich. Also als ich das gesehen habe, mir wurde schlecht. Allerdings ist mir halt als Designer aufgefallen, diese Fahne, dass es wie so ein Banner aussieht, da hat sich irgendeiner bei der Bild-Zeitung doch was dabei gedacht. Leider sieht man, wie die Schrift so ein bisschen in den Banner reingeht und das Ding dadurch wieder grafisch kaputt ist. Ja gut, das ist die Bild-Zeitung. Dann haben aber sehr viele Leute, wie anständige, gute Menschen, sind hingegangen und haben gesagt, nö, wir machen hier bei der Hetze nicht mit und haben diese Bilder eingeschickt, die oben sind. Ja gut, nach ein paar Stunden gab es wieder Einbahnstraßentitten bei der Bild-Zeitung. Aber es ist nicht nur die Bild-Zeitung. Na gut, und das nächste ist auch, also ich wollte das einfach zeigen, weil es hat auch was mit monetären Interessen zu tun hat und der ehemaligen Totholzpresse, die jetzt halt natürlich ihr Geschäftsmodell ins Netz überträgt und hier wieder die Bild-Zeitung, die, ja, ich sag nichts dazu. Ja. Möchte ich halt wieder Odel Eicher rausholen. Aber nun vielleicht zu schöneren Dingen. Verpackungen. Das sind jetzt wieder in der echten Welt. Ich war im Chaosdorf. Wir hatten Kopfschmerzen. Und da schmeißt mir uns einer das entgegen. Soll das? Kindersicherung, die auch Erwachsene teilweise nicht aufkriegen. Das ist ein Mechanismus, wo man so drücken und ziehen und drehen muss gleichzeitig, um was aufzukriegen. Ja, da kriegt man noch mehr Kopfschmerzen. Gleichzeitig gibt es allerdings
etwas für Kinder. Das fand ich jetzt sehr, sehr intelligent gemacht. Also das Ding ist zweiseitig. Einerseits möchte das also, dass wenn das Kind das Medikament nimmt, jeweils immer so ein Bildchen ausdrückt. Andererseits hat der Apotheker, der das für mich fotografiert hat, gesagt, dass meistens in der Praxis diese Packung dafür da ist, dass wenn ein Kind diese Packung in die Hand bekommt, gar nicht erst die Medikamente rausnimmt und vielleicht frisst, sondern die Eltern erstmals Zeit haben, dieses Kind zu erwischen, weil das Kind erstmals an der Packung rumdrückt. Und dann, wenn wir beim Medizinischen bleiben, und das ist halt vielleicht etwas, ich weiß nicht, vielleicht weiß jemand von euch, was das ist. Was zur Hölle ist das, Leute? Ja, wahrscheinlich. Ja gut, oder das nächste ist irgendein Bild, das es aus Dänemark hier nach Deutschland geschafft hat. Das wäre meine Toilette. Oder wenn, ja, die Frau, die grinst so fröhlich und denkt sich, oh, das ist ja erleichternd hier. Und ohne Wasser. Kann ich mit aufs Camp nehmen. Oder wenn man seine Verpackung loswerden möchte in einem rheinischen Möbelhaus, wo ich war. Diese Verpackungsmüllsortierungsanlage hat mich irgendwie an Schlager erinnert. Ich weiß nicht warum. Aber manchmal dauert es auch ein bisschen länger, bis man Verpackungen überhaupt aufkriegt. Und natürlich gibt es immer wieder sehr intelligente Erfinder, die gehen hin und sagen, ah, es gibt ja diese blöden Blisterverpackungen. Könnte man doch echt ein Gerät erfinden, um Blisterverpackungen aufzumachen. Open Eggs! Aber dabei reicht doch auch schon eine Schere. Das nächste geht jetzt in die Abteilung Essen und Trinken. Ich war Olivenöl kaufen und meinem Partner ist also eine Olivenölflasche aufgefallen mit diesem Gesicht. Ja, ihr wisst vielleicht, woran wir gedacht haben und tatsächlich. Ja. This is Sparta! Und halt vielleicht auch bei mediterranen Gerichten zu bleiben. Es gibt auch hier von Middle Earth Organics wunderschöne Tomatensoße mit einem schönen Bild von Caravaggio, heißt der Künstler aus der Renaissance. Das ist allerdings ein Bildausschnitt von dem hier. Ja, ja, wenn man mal halt mal noch Holofernes pullen will. Und später, wenn ihr vielleicht noch Lust habt nach dem Pastaessen mit Olivenöl, nachher noch Hunger habt, aber es ist keine Butter da, da habt ihr vielleicht wenigstens Erinnerungen daran. Das Schöne ist, diese Verpackung ist verdammt gut gestaltet. Simpel, einfach, ich kann nichts sagen und gleichzeitig finde ich den Namen so unheimlich witzig. Gut, aber dann gibt es, ihr kennt ja auch diese Verpackung, normalerweise habt ihr ja so Sachen wie, ja, New and Improved Packaging, neue Packung, aber jetzt geht die Verpackungsindustrie zum nächsten Mal. Demnächst! Coming soon! Gut, und jetzt wären wir schon wieder fast beim Anfang der schlechten Gängelei. Es geht aber auch schöner, Leute in Wege zu leiten, Leute dazu zu verleiten, einen Weg zu gehen, wo es einfach besser ist. Das ist das beste Beispiel. Und da
das ist die User Experience dazu. Gut, ich danke euch, das war's. Der nächste Redner darf gucken. Außer ihr habt Fragen und Antworten. Was ist daran Design und was ist daran Ästhetik? Also die Frage, die ich mir stelle, eine Comic Sans kann ich hübsch oder nicht hübsch finden oder ein Univers finde ich auch hübscher, das ist irgendwie nicht die Frage. Aber was ist daran Design, was ist Ästhetik oder was ist vielleicht auch einfach Mode? Also ich meine, vor 20 Jahren war das halt schick und heute finde ich einen gefliesten Tisch halt auch albern, aber der funktioniert ja. Also sein Design im Sinne von Funktion erfüllt er ja. Ja, also was ist daran falsch? Kennst du die Geschichte von Comic Sans, wie sie entstanden ist? Nee. Weil die Comic Sans ist entstanden für Microsoft Bob. Das war also ein sehr kurzlebige Windows, ja, irgendwie auch so eine Art Betriebssystem, die also wie so ein Comic aufgemacht worden ist. Und es wurde nur für diese Ästhetik diese Schrift entworfen, damit das halt in diese Comicwelt reinpasst. Und diese Schrift, die gar nicht überhaupt in die Standards rein sollte, ist dann rübergerutscht. Comic Sans ist tatsächlich... Wenn ich jetzt sage, ich mache eine Ankündigung für einen Kindergeburtstag oder irgendwas, was niedlich und hübsch ist, ist das tatsächlich auch in Ordnung. Aber wenn ich jetzt von der Polizei Düsseldorf bin und da Verbrecher suche, wirkt das, es ist einfach, es geht darum, ob etwas jetzt irgendwie clasht oder irgendwie gestalterisch aneinander reibt, dass es einfach nicht passt. Also nach meinem Verständnis sprichst du von Mode und von Ästhetik, nicht aber von Design. Oder kannst du Ästhetik ist Design. Design ist, es ist sogar schon Design, wenn du hingehst und dich entscheidest, was du morgens anziehst. Du gestaltest dich. Oder kannst du Design sonst nochmal ausdefinieren? Also ich habe da ein anderes Verständnis von. Also Design ist also die Gestaltung von Dingen, die man verwendet. Im Alltag vor allem auch verwendet. Ich finde, dann Verwendung ist ein gutes Wort. Also eine Comic Sans funktioniert im Sinne, sie ist gut lesbar. Also ich will die jetzt gar nicht verteidigen im Sinne von, ich finde die hübsch. So, das ist überhaupt nicht der Punkt. Oder mir ist auch nicht wichtig, wie sie entstanden ist. Und ich finde es für die Polizei vielleicht auch nicht angemessen. Aus ästhetischer Sicht finde ich das eine Katastrophe. Im Sinne von Design, ich kann es lesen und die Polizei drückt sich damit nachvollziehbar aus. Oder der Fliesentisch funktioniert und das Design ist super, den kann ich abwischen. Also da steige ich aus, was daran schlechtes Design ist. Ich finde, ich habe keinen Fliesentisch, will ich auch nicht haben, keine Frage, aber er funktioniert doch. Und so gesehen ist das Design nicht mein Geschmack, aber okay. Das ist ja auch in Ordnung, also das habe ich ja auch nie bestritten. Also was hier läuft, ist erstens Abendunterhaltung und zweitens halt meine Position ja als Designer. Ich würde zum Beispiel, was machst du, bist du Coder oder Admin oder... Nee, eher Projektleiter, also Orga mehr. Was? Projektleiter, also ich mache mehr Orga mittlerweile. Ja gut, aber ich habe jetzt, sag mal so, ich komme halt aus der Designer-Ecke, aber ich weiß zum Beispiel, wenn man mich hinsetzt und ich sollte einen Code schreiben, oh Gott, bewahre, lass das. Aber ich sag mal so, ich verstehe deine Einwände. Ich habe auch sozusagen für mich als Advocatus Diaboli mir immer wieder gesagt, ja gut, lass die Leute doch machen. Andererseits regen sich auch andere Leute auf über schlechten Code, wenn irgendwas nicht richtig eingerückt ist, regen sich Leute auf über irgendwelche schlechten Verkabelungen, die vielleicht funktionieren, aber doch einbrechen. Und genauso kann man sich auch über schlechtes Design lustig machen. Also völlig okay und wir haben ja auch alle gelacht, also inklusive mir. Was ich interessant fand, war eigentlich das erste und letzte Bild, was du hattest, was diese Verschwenkung ist, dass man über den Zebrastreifen geht oder eben nicht geht. Und wenn ich damit verhindere, dass ich mit dem Fahrrad, mit meinem Kinderanhänger da durchkomme, dann ist es ein schlechtes Design, weil es ja nicht funktioniert. Also da bin ich beide, das verstehe ich auch. Wenn ich einen Fliesentisch nehme, dann finde ich den hässlich. Aber es ist ein Tisch im Sinne von, der tut seine Funktion. Und was ich ein bisschen versuche zu verstehen, ist Design eben nur diese Ästhetik oder inkludiert Design auch diese Funktionalität? Deshalb frage ich nach die Funktionalitätsdefinition. Wir können uns gerne mal zusammensetzen, da kann ich mit dir über kulturelle Distinktion sprechen. Ich,
glaube, das Missverständnis liegt daran, dass Schrift ja nicht nur ausdrückt, Achtung, ich habe eine inhaltliche Aussage, sondern ich habe noch die äußere Aussage, die ich durch die Ästhetik der Schrift mitteile. Das heißt, Comic Sans ist eine Schrift, die will verspielt, die will genau, lustig wirken. Genau, die ist niedlich, die ist so freundlich und zugänglich. Und die Polizei NRW ist weder besonders niedlich. Genau. Also vielleicht wollen irgendwelche Criminals gerne, dass die Polizei niedlich ist, aber es ist nicht ihr Job. Genauso ist der Hauptpersonalrat eines Ministeriums nicht niedlich. Während allerdings vielleicht das Ministerium für Kinder und Jugend ein Kinderfest ausrichtet, wäre Comic Sans durchaus gut. Das würde ich ja auch nicht anprangern. Ich kann zum Beispiel auch empfehlen, es gibt die Seite comicsanscriminal.com, glaube ich, und da erklären die auch ganz genau, ich wollte das hier nur der Länge halber nicht einführen, warum Comic Sans eben nicht gut ist in manchen Dingen und für manche Dinge gut ist. Gut, dann danke ich euch.